Da steht ja kaum noch ein Halm. Dieser Wahnsinn. Hallo liebe Rabenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir gehen mal wieder in die Werkstatt. Naja, so halb. Ich will heute mein Grün, mein Putting Green auf der Ostflechte auf 5 mm runtermähen. Und da bin ich jetzt mit meinem Falkenstein am Ende. Wir sind jetzt auf 6 mm mit dem Falkenstein. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man tatsächlich Rippchen. Ich habe ja die 8 Messerspindel auf dem Falkenstein drauf. Und ja, die reicht dann jetzt nun doch nicht mehr. Und den Falkenstein jetzt auf die 10 Messerspindel umzubauen, ist sehr aufwendig. Man muss sich halt beim Falkenstein vorher überlegen, was man also mähen will, welche Schnitthöhe man mähen will. Und ja, da habe ich mich halt eben nicht für die ganz kurze Schnitthöhe entschieden. Das war auch gar nicht geplant. Also entweder Swordman mit der 10 Messerspindel oder Toro E-Flex mit dem Groomer, der tatsächlich hier für die Agrosse Stolonifera, für das Flechtstrauchgras, für das Flechtstraußgras die bessere Alternative wäre. Ja, was denkt ihr? Also ich glaube, ich baue den Toro um. Viel Spaß mit dem Video. Also den Toro E-Flex jetzt umzubauen, so machen wir das Ladegerät aus. Sehr gut, dann können wir mal rausholen. So kann ich das, glaube ich, ganz gut erklären. Oh, der hat jetzt auch eine 8 Messerspindel, aber der hat auch eine relativ hohe Spindeldrehzahl. Und bei 5 mm, ja, wenn ich das jetzt wüsste, müsste ich noch mal kurz ausrechnen, wie schnell die Spindel drehen muss für den perfekten Schnitt auf 5 mm Höhe. Auf jeden Fall muss ich hier auf der rechten Seite, also jetzt vom Mäher auf der linken Seite, muss ich hier die Übersetzung wieder umbauen. Der dreht mir tatsächlich sowieso ein bisschen zu langsam. Habe ich ja schon mal erklärt, der schmeißt nicht so gut den Grasschnitt raus. Dann muss ich hier hinten, muss ich also wahrscheinlich 2 Distanzplatten rausnehmen. Das muss ich nochmal nachlesen. Damit kippt insgesamt die ganze Spindeleinheit wieder ein bisschen nach hinten. Je höher hinten die Spindel angehoben wird, desto aggressiver ist der sogenannte Spindelschnitt. Also das kann man sich so vorstellen, das Untermesser, wenn man jetzt hier den Senkrechter hat und das Untermesser, das wandert tatsächlich nach hinten zur Senkrechte, zum Drehpunkt der Spindel gesehen. Und je weiter das Untermesser nach hinten wandelt, also hinter der Mitte der Spindel ist, desto aggressiver ist sogenannt, so nennt man das, der Schnitt. Und das muss man zurückdrehen, je tiefer man schneidet. Also für ganz kurz geschnittene Grüns ist das fast neutral. Also dann sitzt eben das Untermesser fast am tiefsten Punkt. Und deswegen drehe ich das auch wieder zurück. Also das wird eine üble Bastelei. Wahrscheinlich baue ich die Spindel dazu kurz mal aus. Das einfacher und stelle sie da oder stelle sie hier auf den Teppich. Ja, so, und dann muss ich noch die Schnitthöhe einstellen. Es ist eben ein Gerät, das ist eben für eine Schnitthöhe bestimmt. Und damit spielt man nicht groß rum. Das kann man nicht schnell umbauen. Da ist halt eben der Sportman wesentlich flexibler oder jeder andere mehr. Deutlich flexibler. Die sind einmal eingestellt, hier diese Profi-Geräte, und dann ist gut. Ja, aber dafür schneiden sie auch besonders gut. Ja, gut. Also man kann natürlich trotzdem dann auch noch höher mähen. Vielleicht mache ich so einen Kompromiss, dass ich jetzt nicht alle Platten rausnehme. Ich muss mal gucken, was Toro davor schreibt für die Schnitthöhe. Ja, okay. Und dann bin ich ja mal gespannt. Dann bin ich ja mal richtig gespannt. Eine 5 mm Schnitthöhe, das ist schon eine Nummer. Der kann hier runter bis, ich sag mal, 3 mm. Dafür braucht man auch dann schon ein spezielles Messer, ein spezielles Untermesser. Ich habe jetzt hier so ein Round-Untermesser, das auch schon relativ dünn ist, also von der Dicke. Weil natürlich das Untermesser ja auch über den Boden gleitet und dann darf das nicht besonders dick sein. Aber
Ich sag mal, 5 mm schafft das Untermesser hier locker. Okay, also dann fangen wir mal an umzubauen. So, ja, das habe ich mir hier selber anfertigen lassen. Und tatsächlich auch teilweise selber gebaut. Es ist ein uraltes Video. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Wahnsinn. So, und dann müssen wir jetzt ausbauen und bauen die alte Technik hier wieder ein. 24, 22. So. Alle schön durchdrücken. Bin ja mal gespannt, welche Drehzahl wir erreichen. So, der kommt jetzt hier rüber. Und wird dann angezogen. Und hier mit ganz viel Gefühl draufgesteckt. So. Und das sieht gut aus. Okay. So, eigentlich ganz einfach, ne? Ganz einfach. Klick. Fertig. Jetzt Stecker und ersten Test. Ganz heiß. Gucken, ob alles läuft. Klack. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir noch die Schnitthöhe. Ich habe jetzt hier meine Leere eingestellt. Das sind 5,5. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Gut, jetzt müssen wir den lösen hier. Die Seite lösen. So, schön lösen, lösen, bin ich mal gespannt. Oh, da fehlt nicht viel. Guck mal an, guck mal an. Das ist ja interessant. Da fehlt nicht viel. Das sieht gut aus. Noch ein bisschen. Ganz bisschen noch. Zack. Drauf. So ein bisschen anziehen. Andere Seite. Bin wahrscheinlich jetzt wieder nur ich scharf und nicht die Maschine. Ja. So, das passt. Der muss jetzt wieder so ganz schmatzend saugen drauf gehen und gleichmäßig. Jetzt ist hier zu locker. Bin zu locker. Das ist jetzt so eine Gefühlssache. Dieses Raufrutschen des Schraubenkopfes auf beiden Seiten. Schalten. Vom Gefühl her gleich einzustellen. Das fühlt sich jetzt gut an. Er rutscht so leicht drauf. Nein, festziehen, nicht an. Losen.
fest. Ne, ist gut. Fertig, so gut. 5,5 mm. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Groomer. Der passt noch gar nicht. 5,5 mm. Das heißt, das Groomermesser geht auf 3. Ja, 3. 3. Gut. Also 2 mm unter der Schnitthöhe. Ja, 3. 5,5, 3. Also nicht ganz halbe Schnitthöhe. So, jetzt machen wir die Spindeldrehzahl. Ich will das noch mal zeigen. Da schon eine andere Drehzahl. Da. Hier sieht man das jetzt. Da ist dieser weiße reflektierende Aufkleber. Und da muss ich jetzt hier meinen Laserpunkt draufhalten. Und dann misst er hier die Drehzahl in Umdrehung pro Minute. Also wieder alles wieder rein. Sicherheit geht vor. Gut. Eingestellt. So, und jetzt versuche ich hier den Punkt zu treffen. Hoher Stromverbrauch. Was? Zeit verkürzt. Was? Da drin, hoher Strom. Deswegen geht er runter. Der geht nicht von alleine runter, geht erst dann runter, wenn ich ausschalte. Da stand hoher Stromverbrauch, Laufzeit verkürzt. Was soll das denn jetzt? Hoher Stromverbrauch? Laufzeit verkürzt. Kannst du dir gerne selber angucken. Vielleicht ist die Spindel ein bisschen scharf eingestellt. Und dann mal, wir drehen sie mal ein bisschen zurück. Mal das mal laufen, bitte. Nur eine Stufe. Ja. Wir haben eine Drehzahl jetzt von 1770 Umdrehungen. Und wir brauchen 1500. Mann, dreht die schnell. Das ist ja Wahnsinn. 1770 Umdrehungen. Besser als zu langsam, ne? Ja, ja, das ist schon cool. Das ist schon richtig cool. Und wenn ich das jetzt ausrechne, 1770, boah, das ist jetzt auch die höchste Stufe. Jetzt rechne ich es mal aus. Wo ist mein Taschenrechner? Hau ab hier. So, Taschenrechner. So, 60.000 durch 8 durch 1770 könnte ich auf 4,2 mm runter. 4,2 mm. Das ist ja krass. Ja, cool. Fertig. So, erstmal ohne Groomer und dann mit Groomer. Filmst du schon? Super. So. Ui. Ui. Heidewitzka! Der Wahnsinn! Oi, 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 oi! Boah! Zitter! Zitter! Ai, 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 ai! Ja, ja, das ist natürlich jetzt die eingestellte Schnitthöhe und die tatsächliche Schnitthöhe. Durch die Masse scheint er noch stärker runter zu drücken. Komm mal ein bisschen dichter, bitte. Hui, 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 hui.
Die Festuca darf ja nicht unter 5 mm geschnitten werden. Und ich habe ja hier viel Festuca drin und möchte auch viel Festuca hier drin haben. Aber das ist ein Schnitt. Da steht ja kaum noch ein Halm. Diese Wahnsinn. Oh, da ist einer. So, jetzt schnalle ich noch mal den Gruma rein. Eieieiei. Mit Gruma. Oh ja. Oh ja. Da sieht man, wie er beißt. Und wie er jetzt nach hinten schmeißt. Hier vorne alles frei und hinten liegt der Grasschnitt drin. Das allererste Mal seit langem. Natürlich, weil ich die Drehzahl so krass reduziert habe. Dafür ist das Ding gemacht. Die Frage ist nur, ob das Gras und der Rasen das aushält. Oh, leichte Skalpierungen hier. Ja, hier sieht man das vielleicht. Hier ist so jetzt ein bisschen heller. Also jede kleine Unebenheit jetzt in der Fläche wird jetzt natürlich auch skalpiert. Also das muss natürlich jetzt auch topfeben sein. Ah ja, hier sieht man das auch. Wenn du mal drehst bitte. Hier, da ist er auch wieder auch ein bisschen heller. Also das ist jetzt wirklich absolute Grenze. Und wenn man mal den Unterschied sich anguckt, kann man erzählen. Und das ist hier die alte Schnitthöhe und das habe ich jetzt hier runtergehauen. Also ich sag mal, ich würde ihn doch ein bisschen höher stellen, jetzt nochmal auf 6. Das war jetzt ein bisschen viel. Das ist hier das Geschnittene und das ist das mit dem Falkenstein auf 6 mm geschnittene. Das ist ja fast halbe Schnitthöhe. Ne? Das sieht aus wie 3 und das sieht aus wie 10. Also das ist ein Übergang, ein Unterschied. Und hier sieht man eben auch diese ganzen Rippen. Das sieht man wahrscheinlich auf dem Film nicht. Aber hier ist es immer diese ganzen kleinen Rippen, dieses Ripping. Und das ist, boah, ich weiß nicht, ob das kriegt man nicht eingefangen. Unfassbar. Also ich glaube, das war die absolut, ich will nicht sagen falsche Entscheidung, aber das Gerät ist für Golfplatzgrüns gebaut und für nichts anderes. Und ich habe ihn natürlich ein bisschen jetzt vergewaltigt, weil ich ihn für die normale Schnitthöhe verwendet habe. Dafür ist er eigentlich nicht gedacht. Wahnsinn. Ja, lieber Rampfix, jetzt sind wir am Ende. Wirklich am Ende. Aber vorher, bevor ich Tschüss sage, möchte ich doch nochmal von euch wissen, wie ihr jetzt so spezielle Videos eigentlich findet. Ob das jetzt zu speziell, zu wissenschaftlich, zu wenig informativ für euch oder zu wenig anwenderfreundlich für euch ist. Das Prinzip ist natürlich immer das gleiche. Egal, ob ihr einen einfachen Handspindel mehr habt und einen Brill-Handspindel mehr habt oder ob ihr einen Sportman und einen Elite habt oder einen Einhell oder welchen Spindel mehr auch immer. Es ist immer das gleiche Prinzip. Schnittabstand gleich Schnitthöhe. Und nur wenn die Drehzahl genau mit der richtigen Geschwindigkeit, genau passend zur Schnitthöhe läuft, gibt es den perfekten Schnitt. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.